Ich kann dir meine schlimmste Kackgeschichte erzählen, wenn du das möchtest. Möchtet ihr das? Ich kann dir jetzt erzählen. Die ist wirklich schlimm. Die ist wirklich schlimm. Ich war bei einer Freundin vor ein paar Jahren in der Kreuzbergstraße hier am Meringdamm. Die haben so 2, 3, 4 Bier getrunken. Und dann bin ich nach Hause gefahren, gelaufen. Ich wohnte in der Hagelberger Straße, so 5 Gehminuten entfernt. Es war Winter. Ich habe damals noch bei einer Pferdeshow gearbeitet, als Grafikerin, ja. Appassionata, so eine Pferdeshow. Das war schön. Warst du mal bei Appassionata? Jedes Jahr. Oh Gott, du bist so ein Opfer, Gerlinde. Gut, ich erzähle weiter meine Kackgeschichte. Das ist wirklich. Verdammt nochmal, ich lade dich nie wieder ein. Nie wieder ein. Es tut mir leid, Schatz. So, da bin ich, nach Hause gelaufen und war so auf der Zielgeraden. Und ihr kennt das vielleicht, manchmal muss man. Ja, muss man auch dringend. Und dann war ich auf der Zielgeraden und zu meiner Haustür. Da war es schon so schlimm, Gerlinde. Das kennst weißt du auch. Weißt du, was deine Eltern jetzt sagen? Die kennen die Story schon. Die kennen die Story schon. Die kennen die schon. Ich hoffe, dass immer Enkelkinder und. Nee, ja, Enkelkinder ist ja. Hallo, Enkelkinder, schon mal bitte. So, und da war ich auf der Zielgeraden, pass auf. Und dann war es so dringend, dass ich es nicht mehr halten konnte. Weil ich trage ja Windeln, wie du jetzt schon irgendwie hörst. Ja? Und dann ging es halt in den Schlüpfer. So, vor meiner Haustür. So, dann dachte ich, Scheiße. Verdammt, nee, das geht noch weiter. Dann dachte ich so, Scheiße, okay, dann Tasche auf. Nach einem Schlüssel gesucht. Der Schlüssel lag im Büro. Dann stand ich da, mitten im Winter, mit der Wurst in der Unterhose. Ja? Ohne Schlüssel, vor meiner Haustür. Was macht man in so einem Moment? Man möchte gerne sterben. Ja, Gerlinde, du kennst das. Und, okay, dann da habe ich gedacht, ja, und dann gehe ich einfach mal in Victoria Park, der war gleich ums Eck. Weil ich muss erstmal irgendwie. So, bin in Victoria Park, Hose aus, Unterhose aus. Ja. Alles weg, Socken ausgezogen, den Popo abgewischt mit den Socken. Ja, ja, Socken ausgezogen, mit der Schose wieder an und so. Und dachte so, okay, jetzt musst du ja irgendwo schlafen. Ja, weil du kommst ja nicht mehr zu dir nach Hause, gehst du zu deinem neuen Freund, den habe ich erst eine Woche gehabt, auf Eromeo kennengelernt, eine Woche große Liebe und ja, Romantik. Dachte so, Scheiße, jetzt fragst du den, okay, kann ich zu dir kommen? Ich habe mir gerade eingekackt. Hey. Okay, wollt also dann das Handy zücken, ja? Akku alle. Akku alle. Und dann bin ich in ein Restaurant gegangen, aus der Ria Nummer 1 in der Kreuzbergstraße, hab dann zum Glück das Ladekabel beigehabt, hab dann meinen Freund angerufen damals und gesagt, hey, ich muss ganz dringend zu dir. Das ist ganz Schlimmes, was ganz Schlimmes passiert. Ja, was ist denn passiert? Ist jemand gestorben? Nein! Daumen! Und so, dann bin ich in ein Taxi gestiegen und dann zu ihm und das waren wirklich die schlimmsten 20 Minuten meines Lebens.